Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und heute geht's wieder weiter mit Dark Souls 3 und ich freue mich sehr, dass es so weit ist. Denn ich habe, glaube ich, 2 Tage lang kein Dark Souls mehr gezockt und das ist eine viel zu lange Zeit. Ja, als allererstes wieder hallo und danke, Dr. Diabetes. Du hast in der letzten Folge unglaublich viel geschrieben. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn das eine oder andere vielleicht doch ein bisschen viel war. Aber ich sag dir dann schon, wenn das zu viel ist. Du hast ja auch selber geschrieben, dass du das Gefühl hast, dass es zu viel ist und teilweise vielleicht Spoilers. Dazu kann ich nur sagen, ja, ich will mich nicht spoilern lassen. So Sachen wie, ja, wenn ich ja irgendwas übersehe oder so, versucht das vielleicht so, mich hinzuweisen, dass ich irgendwas übersehen habe, so wie du das eigentlich auch gemacht hast, aber nicht so direkt sagen, was es sich handelt oder so. Das möchte ich doch lieber selber finden. Natürlich so Sachen, die, wo jetzt, ja, wo ich mir das Spiel selber schwer mache, wenn ich etwas nicht finde, darauf kannst du mich bitte hinweisen oder auch andere. Aber so zum größten Teil will ich das ja doch alles selber finden. Ja. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, was du in der letzten Folge gesagt hast. Als erstes fange ich mal an, was ich dann schon gesehen hatte. Das mit der Puppe. Das ist ja die hier, natürlich. Kleine silberne Puppe. Das habe ich dann auch schon im Inventar dann offscreen da noch gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich die bekommen habe. Ist auch schon eine Weile her. Aber dadurch kann man wohl hier durch. Oh, hier liegt ja noch Glut rum. Heimatknochen. Aha. Ah, das hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Da kommt man bestimmt auch noch irgendwie hin. Und dann wahrscheinlich da rein. Ja, also wie gesagt, also hier durch diese Barriere kommt man dann wohl nur, wenn man diese Puppe hat. Ja, dann meinst du, Dr. Diabetes, dass dieses Gebiet eigentlich noch nicht dran wäre, sondern lieber das untere, dieses Seedings da Bumster. Dieser, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ja, da, ja, überlege ich mal, ob ich dahin soll. Eigentlich ja. Ach, da liegt ja auch noch Loot. Meine Güte. Große Seele. Was habe ich denn noch übersehen? Wahrscheinlich einiges. Aber ja, vielleicht komme ich. Mache ich das so wie. Wie das vorgesehen ist. Obwohl ich mich hier schon ganz ordentlich durchgekämpft habe, glaube ich. Ach, sind die wieder da? Nee. Wollte schon sagen, also ich bin ja nicht gestorben oder sonst was. Ja. Das hört sich sehr schrecklich an. Und auf Glaube und auf Zauber sollte ich gehen. Vor allem auf Glaube. Glaube habe ich 9 und Zauberei 10. Da sollte ich Glaube 15 und Zauber 14. Um mich selber zu heilen. Also Zauberei auf 14. Das kriegt man relativ schnell hin. Danach könnte ich mich selber heilen und starke Blitzwunder schießen.
Und dann gibt es noch etwas, brauche ich einen Foliant im Pfad der Untoten. Du meinst wahrscheinlich Pfad der Opferungen unter einer Brücke. Das müsste ich mir mal angucken, ob ich diesen Foliant nicht vielleicht schon gefunden habe. Und wenn nicht, dann dahin gehen. Und daraus bekommt man bei der Händlerin Träne der Verleugnung. Und auch die Claymore sollte ich mir angucken als Waffe. Zweihändig führen. Das muss ich noch üben. Die Claymore schaue ich mir an. Ich hatte die in den letzten Teilen von Dark Souls eigentlich schon sehr oft. Deswegen wollte ich auch lieber eine andere Waffe. Aber ich gucke sie mir mal an. Ich gucke mir alles an, was du geschrieben hast. Genau. Und ach ja, schwellenden See, das oder schwellender See. Da sollte ich doch lieber hin. Ja, komm, guck ich da mal rein. 7400 Seelen bei mir. Wollte ich noch irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht. Also, für den See müsste ich jetzt dahin. Richtig? Ja, ich glaube ja. Ja, die Sache ist da. Werden ja diese Pfeile geschossen. Und man kommt da nicht schnell durch, weil schwellender See, weil dieses Moor, Sumpf oder so, da kommt man nicht so schnell hin. Da hinten ist ja so ein, da ist man wahrscheinlich, ach so, wenn man da über diesen trockenen, dann geht das vielleicht. Du hattest auch geschrieben, dass irgendwie vor dem ersten Baum oder mittleren Baum irgendwie ein Trick gibt, den man ganz leicht übersehen kann. Und wenn der, wahrscheinlich den da hinten, da ist irgendwas, wenn man den dann abschießen lässt, findet man ein Leuchtfeuer bald schnell. Oje, oje. Also, und da hinten kommt noch so ein Riesenwurm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich versuche da zu der Insel darüber zu kommen. Boah! Nein! Was habe ich denn da gemacht? Gedrückt. Oh Gott! Hallo? Wow! Oh! Oh! Da war ja eine Nebelwand. Ah, heftig. Es ist auch zu viel auf meine Ohren. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Ja, 7000 Seelen jetzt da hinten. Aber ich werde mal was versuchen. Kann ich mich eigentlich unsichtbar machen oder sowas? Ah, Mann! Ist das? Krass.
Alter Falter. Trefft man den überhaupt? Nee. Null. Ich treffe zwar. Aha, 12. Ja, das habe ich mir gedacht. Und verschwinden tut er auch nicht mehr. Na super. Also Leute, was macht ihr hier für einen Blödsinn? Na, ich lauf mal darüber. Oh Gott! Das sieht zerstörbar aus, diese Wand. Vielleicht meinte Dr. Debates, meintest du das? Okay. Das waren 7000 Seelen. Und hier sollte man schon hin. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Trick von dir ist. Wow. Wo war denn diese Wand? Ich glaube. Wo war denn die Wand? Wow. Alter. Ach da. Ja. Aha. Wow. Hä? Ach so, wurde das schon zerstört und deswegen liegt da jetzt Loot? Ach so. Aha. Ein Ring. Was macht denn der Ring? Magie, Blitz, Feuer, Dunkelschadensminderung. Okay. Sieht sehr schön aus. Ich glaube, Dr. Debetis meinte einen Stein auf dem Boden. Weiß ich jetzt auch nicht. In der Mitte.
Baum in der Mitte. Da vielleicht. Okay. Mann! Oh. Ah. Da ist ja auch was. Ach, und die Riesenkraken sind ja auch. Na super. Und hier sollen wir wirklich schon sein? Kannst du mir kaum vorstellen. Kannst du mir immer nicht vorstellen. Mal. Oh Gott. Ist ein Loch. Aha. Das sieht interessant aus. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das interessant aussieht. Oh Gott, er kommt. Okay. Was ist das denn für ein Ding? In welche Richtung sollte ich denn lieber gehen? Gott. Sind das die? Oh nein! Chaotische Edelstein. Sind das die Riesenkraken über mir, die so einen Krach machen? Okay, jetzt habe ich ja nur einen Weg. Ja, was für ein chaotisches Gebiet, meine Güte. Was haben wir denn da? Da hinten ist irgendwas Großes. Nee, Moment. Gucken wir das mal so an. Aha, da ist einer. Oh, habe ich mich erschrocken. No. Na, komm her. Wir kennen uns doch schon.
Ist noch einer? Oh Gott. Ach, da ist ja noch ein Weg. Ja, ich bin ganz irritiert. Oh, was macht er denn? Giftwolke, wo kam die denn her? Durch die Wand. Kann ich nicht anvisieren. Foliant von Isalit. Trau mich nicht dagegen zu hauen. Nicht, dass er doch zum Leben erweckt. Ja. Schauen wir mal hier rein. Aha. Da geht noch weiter. Mit Feuer. Okay. Okay. Geht's ja weiter. Okay. Ich nehme an, ich kann mich mal ans Lagerfeuer setzen. Ich will nämlich auch wissen, wie das hier heißt. Das noch zu den Katakomben gehört. Vorzimmer des alten Königs. Ja, das gehört irgendwie zu den Katakomben, glaube ich. Vorzimmer des alten Königs. Das könnte der nächste Boss Name sein. Glut. Vielleicht sollte ich die nehmen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Hä? Wollte der sich heilen? Warum? Kleine Titanitscherbe und ich merke, dass ich hier schnell vergiftet bin. Wie war das denn mit meiner Tracht hier? Gift. 28.
Also so schlecht ist das ja auch nicht. Feuerschaden. Ich nehme mal lieber den Giftring, glaube ich. Was liegt denn hier? Schläft er? Nein. Da ist ja noch einer. Ich glaube, den hier kennt man aus Dark Souls 2. Wah. Aha. Diese Dicken, die spucken Feuer, wenn ich mich richtig erinnere. Was liegt denn hier rum? Oh nein. Oh Gott, 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 Gott. Das war Fail. Was hier alles rumliegt. Bin ich denn da gelandet? Hä? Oh. Ah, ein schwarzer Ritter. Was ist da? Weil hier ging ja auch noch ein Weg durch, oder? Bin ganz... Jetzt verstehe ich, dass einige sagten, dass sie sich verirrt haben. Oder die Orientierung verloren haben. Ah genau, ich kam von hier. Und dann
war links da versteckt, ne? Links der Weg war versteckt. Der sieht mich nicht. Was ist da? Hm. Und dann gucken wir mal links. Schwert des schwarzen Ritters. Ich könnte hier ein bisschen aufräumen mal. Wo ist denn der schwarze Ritter Schwert? Ein Großschwert kann ich auch nicht tragen. 18 Geschicklichkeit brauche ich. Natürlich ein beeindruckendes Schwert, eine beeindruckende Waffe. Ja, ich bleib mal bei meinen kleinen, aber feinen Eiswaffe. Oh. Wie viele Gegner haben wir denn hier? Den einen? Ne, zwei mindestens. Uah. Wird man da noch beschossen von diesen Kugeln? Na geil. In den Gang kann ich jetzt vergessen, reinzugehen. What? Ach du Scheiße. Von wegen keine. Ich brauch den Feuerring nicht. Da ist er ja. Nee. Haut er ab. Jo, Gott. So, bleib mal hier. Ah, nein. Ah, shit. Come on. Weg mit dir und deine Brut. Ich glaube, da ist noch mehr, ne? Eingang. Ach so, nee, da bin ich ja hergekommen, ja. So, und hier ist noch eins. Noch so eins, ne? Hier war doch noch eins. Hier war doch noch was. Hier war noch ein Gegner. Das habe ich doch gesehen. Da hinten.
ich diese Teile eigentlich abschießen? Ja. Komm her, komm her, komm her. Komm zu Papi. Oh shit. Ist auch noch was. Und da in der Nähe muss ja noch einer sein, denn da ist ja noch eine Kugel. Eine Feuerkugel. Mhm. Was war das? Sind das diese Schleimdinger? Ja, ne? Aber mit Feuer. Das heißt, damit kann ich wahrscheinlich wenig anfangen, oder? Wow. Wow, 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 wow. Was habe ich denn da gehört? Hört man denn da? Nee. Die Fackel macht ja schon mal gar nichts mehr. So. Sehr, sehr interessant. Untotenknochensplitter. Das war doch, glaube ich, für meinen Estos-Flakon. Verstärken oder so. Was war das? Hier geht's nach unten. Was ist das denn? Ach, die Ratte. Geht's nach oben.
Das ist ja wieder ein Loch. Oh. Wo ist denn die Ratte hin? Aha. Lava-Level. Na klar. Das hat ja noch gefehlt. Jo. Geht's nach unten? Aha, da geht's ins Lava. Ach so, das ist die große Mutterratte. Ekliges Ding. So. Und ihre Kinder. Oh. Jo, eigentlich warte ich ja noch, dass es irgendwo noch eine Kugel herkommt. Wenn ich das so sehe, könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwo eine Kugel runterkommt. Wofür ist denn das bitte schön, wenn hier nichts liegt? Nur als Abkürzung gedacht. Hm. Und da runter. Finde ich da diesen Horas? Der war ja unten, wo die Hängebrücke zu. War. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Von hier. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Ja. Na. Klubschieß. In den anderen Teilen war das immer so, dass die Rüstung, die Ausrüstung auch, die Waffen oder so, oh, ganz viele, kaputt machen, zerstören. Okay, nur zwei. Zwei bis drei. Ah. Schuppe.
Hä? Moment, wie kommt man denn da hin? Ich will das natürlich. Ah. Oh. Okay. Kette ist nach hinten. Große Dynamitscherbe. 3 Stück. Moment, aber. Aha. Moment. Ach so, weiter runter. Isalitstab. Mal schauen. Also ich wollte ich ja gerne mit Stab und Zauberei machen. Oh, der braucht auch noch Glaube 10 und Intelligenz 14. Naja, nicht so weit entfernt, ne? Ob ich die anderen Wände auch mal befragen sollte. Nee. 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 Ja, es wäre jetzt auch ein bisschen viel, wenn jetzt alle Wände versteckte Wände haben. Okay, aber es. Also das Gebiet finde ich gar nicht schlecht. Und Dr. Diabetes hat es natürlich recht. Tatsächlich, dass die Feinde bis jetzt. Ist es natürlich einfacher für mich. Als hier das andere Gebiet. Da war ich jetzt noch nicht, oder? Das andere Gebiet, wo ich herkomme. Oh! Ritterschlechter! Da ist er ja wieder als normaler. Als nicht als Finstergeist, sondern normaler Gegner, oder was? Oder was? Oder was? Das ist ja schön. Schöner Scheiß. Gott. Oh, ja, 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 ja. Einer schrieb ja. Ich komme jetzt nicht auf deinen Namen. Irgendwas mit eben? Oh, wo bin ich hier? Da kann ich abstürzen? Hilfe! Da will ich jetzt nicht abstürzen. Wo bin ich hier? Ich glaube, da war ich noch nicht. Sollte ich vielleicht auch nicht sein. Okay, hier. Das kenne ich. Steckt da fest. Oh Gott. Nein. Verpiss dich. Ganz schlecht von mir. Getimed alles. Oh ja, ich habe ihn erkältet. Scheiße. Mann! Wenn man es zu viel will. Rauch-Ultra-Großschwert.
Schwarzeisen, Großschild. Das hat mir meinen gesamten Estus gekostet. Du Ficker. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen ohne Estus? Ein deformiertes Ultra-Großschwert, das schwarzem Schiefer gleicht und das schwerste seiner Art ist. Es soll einst die Waffe eines Verräters gewesen sein, doch es war so schwer, dass es niemand führen konnte und so geriet es mit der Zeit in Vergessenheit. Stampfen. Oh Mann. Dann habe ich auch noch ein Großschild, irgendwas. Oh Gott. Es braucht 50 Stärke. Ich kann es ja mal ausprobieren. Okay. Ja. Das wäre das. So. Wieso kenne ich das hier oben nicht? Und doch habe ich das... Nee, von hier bin ich doch nicht hergekommen. Okay, hier ist der Pfad meiner... ja, also hier bin ich hergekommen. Hier folgte ich... Ich brauche nur den Leichen zu folgen. Und der dritte Schlechter. Achso, ich glaube, ich bin... Hä? Ich weiß nicht. Bin im Moment ein bisschen irritiert, wo ich denn den Ritterschlechter gefunden habe. Der kam doch von unten. Ach ja, hier. Hier war das. Vom Lava, genau. Aus dem Lava. Hier in der Ecke hat er gesessen. Und da ist Loot. Zwei Stück. Ich habe kaum Estus. Ich glaube, das hebe ich mir auf. Ja, vor allem Estus. Und es gibt bestimmt irgendwie da so ein Wunder oder Zauber. Wie hieß das? Irgendwas mit Schweiß. Kalter Schweiß oder so. Den man sich selber geben kann, um über Feuer oder Lava zu laufen. Wie in Dark Souls 2. Da ist ein schwarzer Ritter. Ja. Natürlich will ich nicht, dass er runterfliegt. Denn ich hätte gerne auch seine Waffe. Wow. Oh, mein letzter Schluck Estus. Und ich bekomme nichts. Seele. Sehe eine Leiter. Eine lange Leiter. Sonst nix. Oh, die Zeit ist um. Aber ich muss noch sehen, was es am Ende der Leiter gibt. Noch eine Leiter. Ich möchte eine Belohnung.
für meine Mühe. Oh nein! Wo denn? Dahinter, oder? Ist hier kein Feuer? Verdammt. Aber da... Rad-Skelette. Scheiße. Okay. Ich habe genug gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Horatius, oder wie der heißt, hier irgendwo in der Nähe sein könnte. Also dann, Leute. Oh Gott. Ja, die Zeit ist um. Dann mache ich hier einen Schnitt, den ich machen muss. Genau. Danke fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao.